Die Bundesliga ist ein Traum. Ja, Robin Gosens hat noch nie im deutschen Profifußball gespielt. Das ist krass, oder? Sein Weg ist wirklich untypisch. Statt in einem deutschen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet zu werden, kickt er nur im Amateurfußball. Einen Umweg über die Niederlande und Italien muss er gehen. Gosens hat jetzt gesagt, früher oder später will er in der Bundesliga spielen. Aber welcher Verein würde denn theoretisch zu ihm passen? Vier Kandidaten habe ich rausgesucht, die nehmen wir jetzt mal unter die Lupe. Also, los geht's. Eine Sache vorneweg, wenn ihr neu hier seid, klickt da unten mal drauf, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dazu interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Welcher Club würde perfekt zu Robin Gosens passen? Schreibt mir da eure Einschätzungen gerne unten in die Kommentare. So, und über seine Stärken reden wir jetzt. Starten wir direkt mit Club 1, Bayer Leverkusen. Da würde sich ein Kreis schließen. Ein alter Mentor arbeitet nämlich dort. Trainer Peter Bosch, bei Vitesse Arnheim haben sich die beiden kennengelernt. Robin Gosens kickte damals in der Jugend im zentralen Mittelfeld. Er war zwar relativ gut, stach aber nicht heraus. Profitrainer Bosch sah sich ein Training an und meinte danach, mehr Potenzial hätte Gosens auf dem Flügel. Die Folge, ins Wintertrainingslager der Profis durfte Gosens mit und er wurde zum Linksverteidiger umgeschult. Das war, wenn man so will, der Grundstein für diese steile Karriere und auch für den Erfolg. So, bei Bayer Leverkusen könnte Robin Gosens sportlich definitiv weiterhelfen. Der linke Flügel ist zurzeit die Problemzone. Daley Sinkgraven ist zwar ein guter Verteidiger, der macht da hinten dicht, aber ihm fehlt so ein Stück weit die Power nach vorne. Dazu fühlt er sich generell im Zentrum wohler. Wendell wiederum spielt sehr unkonstant und macht zu viele einfache Fehler. Also, die Werkself braucht dringend Verstärkung auf dieser Position. Robin Gosens passt zum typischen Bosch-Fußball. Eine Stärke ist zum Beispiel die Passsicherheit. Die Bewertungen von Matchmetrics zeigen das. Gehen wir das mal durch. Erstens, Pass Short, 7,84 von 10 Sternen. Das heißt, er spielt viele Kurzpässe und die meisten landen auch beim Mitspieler. Zweitens, die Reception, 7,97 Sterne. Da wird berechnet, ob die Pässe beim Spielaufbau helfen und ja, das tun sie. Er will den Ball immer nach vorne bringen, Stichwort Raumgewinn. Und drittens, Delivery, 7,46 Sterne. Das zeigt, wenn Gosens Pässe in gefährliche Zonen spielt, dann hilft das dem Team. Also kurz gesagt, mit ihm wäre Bayer variabler und er passt zum Spielstil. Also, der Marktwert von Gosens liegt bei ca. 30 Millionen Euro. Sollte genug Geld auf dem Konto sein, holt ihn, da würde Bayer Leverkusen nichts falsch machen. Club 2, Hertha BSC. Der Anspruch ist, man will international spielen und das so schnell wie möglich. Aber die aktuelle Krise zeigt, die Qualität des Kaders reicht einfach nicht. Eine große Baustelle ist hier die offensive Durchschlagskraft. Zu wenig Gefahr strahlt man aus. In den letzten 11 Spielen hat Hertha nur 5 Tore geschossen. Hier seht ihr, die meisten Angriffe starten zwar über die linke Seite, 39%, aber kein Tor fiel in der letzten Zeit über den Flügel. Das letzte war Anfang Januar gegen Schalke. Robin Gosens könnte da tatsächlich helfen. Seine Laufwege sind zielstrebig und er strahlt eben diese Gefahr aus. Die Matchmetrics-Bewertung liegt bei 6,69 Sternen. Sehr oft schießt er selbst aufs Tor und in dieser Saison hat er da einen Schritt nach vorne gemacht. Im Angriffsdrittel ist er effektiver, in kleinen Räumen findet er bessere Lösungen. Das zeigt auch seine aktuelle Bilanz. 10 Tore und 7 Vorlagen. Dazu kommt, die Grundformation von Hertha BSC passt. Zuletzt hat man ja im 3-1-4-2 gespielt. Da kann er sich nach vorne orientieren, hat die ganze linke Seite für sich und in der Offensive hat er viele Anspielstationen. Und trotzdem, ein Transfer ist aktuell relativ unrealistisch. Hertha hat nämlich eine interne Lösung auf der Position. Shootingstar Luca Netz. 17 Jahre ist der Junge alt, seine ersten Auftritte haben wirklich Lust auf mehr gemacht. Er ist der jüngste Bundesliga-Torschütze der Clubgeschichte. Stück für Stück wird er jetzt integriert. Spielpraxis ist wichtig, ihm dann einen Star vor die Nase zu setzen, bringt erstmal gar nichts. Das Potenzial von ihm ist riesig, eine Chance hat er sich definitiv verdient. Also, aktuell ist Robin Gosens bei Hertha BSC überhaupt kein Thema. Club 3, Bayern München. Das Motto im Verein ist, und das wisst ihr alle, sobald jemand den Adler auf der Brust trägt, ist er interessant. Als deutscher Nationalspieler passt Robin Gosens perfekt ins Beuteschema. Der Vorteil ist, Gosens ist vielseitig. Auf der ganzen linken Seite könnte man ihn einsetzen. Als Linksverteidiger steht er defensiv relativ sicher. Die italienische Mentalität Catenaccio wurde ihm eingetrichtert. Bis zum Tod wird er das eigene Tor verteidigt. Das Stellungsspiel hat er verbessert. Relativ viele Pässe blockt er. Die Bewertung liegt dabei 4,21 Sterne. Klar, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Zum Spielstil der Bayern könnte er passen. Ihr wisst, man attackiert den Gegner früh und zwingt ihn zu langen Bällen. Da kommt dann Gosens ins Spiel. Er ist kopfballstark und könnte diese Bälle abfangen. 4,98 Sterne ist da die Bewertung. So leitet er auch oft Angriffe ein. Als Backup könnte er die Breite des Kaders defensiv verstärken. Oder im linken Mittelfeld, da könnte er seinen Offensivdrang zeigen. Eine Stärke könnte da helfen, und zwar die Flanken. Der FC Bayern schlägt mit Abstand die meisten Flanken in der Bundesliga, aber
Die sind meistens zu unpräzise. Gosens könnte da helfen. Er hat einen starken linken Fuß und sehr genau bringt er die Bälle zum Mitspieler im Zentrum. 3 Tore hat er in dieser Saison per Flanke vorbereitet. Dazu würde er eine andere Facette ins Bayern-Spiel bringen. Aktuell gibt es nur Flügelflitzer im Kader, die sehr viel dribbeln. Er wäre genau das Gegenteil. Eher passstark mit einem guten Auge für die Kollegen. Den Sprung zu einem Top-Club traue ich ihm schon zu. Und die Frage ist halt hier, reicht ihm die Rolle als Backup? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber einen Wechsel nach München würde zumindest ich sehr spannend finden. Oder Robin Gosens macht aus jetziger Sicht etwas total Verrücktes und geht zu Schalke 04. Sein Herz schlägt ja für den Club. Die Mentalität würde der S04 definitiv helfen. Er ist ein Malocher ohne Starallüren. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Er ist bodenständig, sympathisch und Teamgeist ist ihm wichtig. Für die Chemie in der Kabine wäre das natürlich top. Schalke braucht Spieler, die den Club verstehen bzw. sich zu 100% identifizieren. Eben Leute wie Robin Gosens. Sportlich wäre er natürlich auch eine Hilfe. Schalke steht in der Regel für Umschaltfußball. Hochpressen, sofort attackieren. Gosens ist ein sehr intelligenter Spieler. Taktisch hat er dann einen Schritt nach vorne gemacht. Er merkt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um nach vorne zu pressen und den Gegner unter Druck zu setzen. Oder, oh, jetzt muss ich lieber nach hinten rücken, um defensiv dicht zu machen. Das heißt, er antizipiert gut. Dazu ist er ein Kämpfer. Gosens grätscht gerne. Im Spaß hat er mal gesagt, seine linke Sense ist berüchtigt. Klar, wegen dem Schalker Absturz macht ein Transfer für Gosens aktuell keinen Sinn. In der zweiten Bundesliga will er ja nicht spielen. Aber in ein paar Jahren kann es wieder ganz anders aussehen. Bei Atalanta Bergamo läuft sein Vertrag bis 2022 und es gibt eine Option für ein weiteres Jahr. Theoretisch wäre er dann ablösefrei, also 2023, und könnte wechseln. Sollte Schalke dann wieder in der Bundesliga sein und sich gefestigt haben, warum nicht? Robin Gosens sagt ja selbst, irgendwann will er das Trikot von Schalke anhaben. Und ehrlich, das würde zu 100% passen. Die Fans, die hätten das definitiv verdient. Egal, wo es für ihn hingeht, eine Sache ist ihm wichtig. Der neue Club muss ihm einen Plan vorlegen, was seine Rolle ist bzw. was man mit ihm vorhat. So kann man ihn überzeugen und so hat es ja auch Atalanta Bergamo gemacht. Wie gesagt, mittelfristig will er in die Bundesliga kommen, aber er merkt schon, den richtigen Verein zu finden ist gar nicht mal so leicht. Vielleicht nutzt er ja die Europameisterschaft im Sommer als Sprungbrett und dann sehen wir ihn bald bei einem Top-Club. So, viele von euch wissen es wahrscheinlich nicht, aber ich bin großer Fan von Trash-TV. Zum Beispiel von Deutschland sucht den Superstar. Dieter Bohlen hört ja auf und Valulis hat das mal unter die Lupe genommen. Hier ist das Video verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.